Einen wunderschönen guten Morgen nochmals an dieser Stelle. Es grüßt Sie Christian Kämmerer zum heutigen JFD-Devisenradar. Wir wollen uns heute gleich dem Markt widmen, da es ja einiges an Bewegung schon zu verzeichnen gab, wie wir hier bei den diversen Paaren sehen, die wir jetzt hier gleich in den Fokus nehmen. Wo wäre denn? Ich möchte Ihnen nur vorab natürlich den Risikohinweis an dieser Stelle wieder einblenden. Es handelt sich hierbei ganz klar um Informationen. Was Sie daraus machen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Gut, jetzt schauen wir in erster Linie auf den Yen, und zwar hier speziell beim Euro gegenüber dem japanischen Yen auf die jüngsten Bewegungen. Und hier sehen wir eine gewisse, ja, Abhängigkeit oder eine Korrelation auch zu den Aktienmärkten. Das ist immer mal wieder auch in den Fokus zu nehmen, dass hier eine Schwäche an den internationalen Indizes sich hier dann stimulierend auf den Währungspaaren, die hier mit dem Yen in Verbindung zusammenstehen. Das soll heißen, der Yen wertet durchaus auf, wenn wir eine Schwäche an den internationalen Aktienmärkten sehen. Das ist immer so ein Spiel, das sich mal stärker, mal schwächer ausprägt, aber generell lässt sich diese Tendenz durchaus feststellen. Wir haben jetzt hier im Chartfenster zunächst mal den Euro-Yen, wie schon angesprochen, und den nehmen wir uns auch gleich mal hier ins große Bild. Das ist hier der Tagesschart-Intervall. Und hier ist ja schön zu sehen, ja, wie stark wir hier zurückgekommen sind. Und das exakt vor der Marke von 150 Yen treten wir hier im Dezember sauber nach unten. Und jetzt sehen wir hier, ja, der Januar durchweg von fallenden Notierungen gekennzeichnet. Definitiv eine sehr, sehr schwache Vorstellung. Wo ist aber hier jetzt ein möglicher Halt gegeben? Und wenn wir uns den Tagesschart anschauen, ohne zu weit in die Historie zurückzugehen, dann wird deutlich, dass wir hier im Bereich um 136, 136, 30, 136 eine Supportzone sehen. Ich werde das gleich mal in den Chart einzeichnen. Damit wir das auch sehr gut visualisieren. Und hier ist eben die Situation, dass der Markt durchaus bis zu diesem Level zurückkommen kann. Dort sollte es eine Stabilisierung geben, sofern die Bullen nochmals Fahrt gen Norden aufnehmen wollen oder dies zumindest auch versuchen. Dann hätten wir hier in diesem Bereich eine sehr, sehr schöne Stabilisierungschance, um wieder nach oben anzuziehen. Aber hier ist viel Porzellan zerbrochen. Das muss ich jetzt wirklich erst einmal zeigen, ob der Markt hier tatsächlich eine Stabilisierung erfahren kann. Und wenn er es denn kann, ob diese Stabilisierung nachhaltig genug ist im Sinne einer Aufwärtsbewegung größerer Natur. Das muss ich wirklich erst mal zeigen, denn es kann auch durchaus dazu kommen, das sehen wir jetzt mal hier mit dem Blick auf die Saisonalität, dass wir in dem weiteren Januarverlauf weiter fallende Preise sehen. Die Tendenz der kommenden Tage ganz klar nach Süden ausgerichtet. Und wenn wir hier diese jüngste Tendenz eben dementsprechend weiter fortsetzen, dann laufen wir hier auch deutlich unter 136. Kritisch wäre, und das kann man als Triggerpunkt sehen, wenn es hier zu Preisen unter 134, 14, 134, 10 roundabout kommt. Das ist dieses Tief hier vom Oktober. Wenn wir da drunter fallen, dann dürfte noch mehr Porzellan zerbrechen. Und um uns das anzuschauen, gehen wir dann gleich mal hier in den Wochenchart. Größere Bild, hier ist die Oktoberkerze, von der ich gerade sprach. Eben hier 134, 10, 134, 14. Und wenn wir da drunter laufen sollten, wir sehen auch hier einen leichten Horizontalsupport, dann sieht es doch sehr stark danach aus, dass wir hier die nächste runde Marke bei 130 Yen anlaufen. Aber ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen. Die Indizes sind letztlich grundsätzlich von der Struktur her weiterhin bullisch, trotz der gestrigen Abgaben. Der DAX ja auch mit einem Ausbruch tendenziell. Also hier die Chancen für einen spekulativen Long, sofern wir hier eine Hammerkerze sehen, Stabilisierung oder Divergenzen und dergleichen, dann ist es hier durchaus ein Level, an dem man hier zuschlagen darf. Natürlich wie immer an den Finanzmärkten unter spekulativen Gesichtspunkten. Unter Umständen werden wir das Ganze hier in der kommenden Woche auch mit aufnehmen in die JFD Live Trading Sendung, wenn sich hier dann intraday möglicherweise ein Muster in den untergeordneten Timeframes ergibt. Gut, Stundenchart, was gibt es hier zu sagen? Gar nicht so viel. Die Yen-Pairs haben, wie gesagt, schon kräftig auf die Mütze bekommen. Austral-Dollar-Yen zum Beispiel schon hier mit über 200 Pips am Start. Euro-Yen hier von der Asia-Session her betrachtet auch schon 123 Pips gelaufen. Das ist grundsätzlich fast schon die Daily Range. Ausnahme gestern, da bewegte sich das Paar auch schon Euro-Yen 219
Pips. Also es kann auch heute wieder ein Overrange Day geben. Aber wir sind deutlich unter dem Pivot Point. Ganz klar negative Struktur. Es würde sich also empfehlen, wenn es Intraday-Erholung gibt, diese zu shorten. Und wenn man hier diesen Stundenchart sich betrachtet, dann hat man hier sehr schön im Bereich um 138,40, 138, also zwischen 138,30 und 138,50, um es rund zu machen. Eine sehr schöne Horizontal. Zone, die sich auch aus den gestrigen Abendtiefs herleitet, aus den Versuchen heute Morgen nach oben aufzudrehen. Hier eine sehr schöne Zone, um möglicherweise einen Short zu starten. Saisonalität, wie gesagt, zeigt nach unten beim Euro-Yen. Gehen wir kurz auf die Wochentagsstärke ein. Die ist stärker, sahen wir gestern. Das war ein schwacher Tag. Heute sehen wir hier eine leicht positive Tendenz. Das dürfte meiner Meinung nach nichts mehr werden. Also ein negativer Schlusspreis ist nahezu sicher. Und insofern wollen wir jetzt gleich mal auf den Euro schauen. Euro gegenüber dem US-Dollar. Sicherlich für Sie auch immer wieder von Interesse, da es ja auch das beliebteste Anlagevehikel unter den Marktteilnehmern ist. Der Wochenchart, wir haben hier ganz klar das Niveau von 1877 gebrochen. Negativ. Tageschart, dazu kann man sagen, okay, Stabilisierung bleibt weiter aus. Man sieht hier zaghafte Ansätze. Mit der aktuellen Woche, ganz klar, wir sind noch nicht unter dem Tief der Vorwoche, das hier bei 1,1754 lag. Mögliche Stabilisierung erkennbar, aber wirklich nur erkennbar. Also hier kann man auch nicht sagen, dass es sich hier um eine Bodenbildung handelt und jetzt der Aufschwung nach oben starten könnte. Dazu fehlt hier einfach noch eine Komplementierung des Ganzen. Es wäre gegeben, wenn wir ein neues Wochenhoch machen. Dann würde sich die charttechnische Situation hier durchaus noch ein wenig besser darstellen für die Bullen. Ansonsten, wir holen auch mal hier den RSI auf Tagesbasis rein. Ja, wenig überraschend, haben wir hier schon eine leicht positive Divergenz, aber die ist noch sehr, sehr schwach. Also wenn es ein neues Tief gibt, dann rauscht es hier direkt weiter in Richtung 1,16, 1,15. Ansonsten vielleicht der spekulative Charme, dass wir hier doch einen kleinen Aufwärtsimpuls sehen. Drüben tut das Ganze die Saisonalität. Auch das kann ich Ihnen hier zeigen, dass der Euro-US-Dollar mit Blick auf die nächsten 20 Handelstage auch ähnlich wie der Euro-Yen hier eine fallende Tendenz aufweist. Also auch da von dieser Seite her betrachtet ein eher bärisches Bild. Bullish ist anders in meinen Augen. Insofern mal abwarten, was passiert. Die Saisonalität weist hier bei beiden Paaren nach unten. Euro hingegen und auch Euro-Yen hier mit möglicherweise Supportzonen, die vorausliegen. Das muss man, wie gesagt, dann immer on the market bewerten. Und da gehen wir jetzt gleich mal on the market beim Euro-US-Dollar rein. Eben hier die leicht angesprochene positive Divergenz aus dem Tageschart in den Stundenchart geholt. Sehen wir, dass wir uns aktuell am Daily Pivot Point aufhalten. Euro-US-Dollar aktuell 47 Pips gelaufen. Das ist noch ein Stück weit weg vom Range-Schnitt. Euro-US-Dollar im Sinne der anziehenden Volatilität ja zum Glück wieder in Richtung 80, 90 Pips am Tag unterwegs. Also hier haben wir noch 50 Pips zu erwarten. Und daran lässt sich sagen, wenn die Unterstützung hier hält, die wir hier aufgebaut haben im Bereich 1,1760, dieses Level hier, dann wäre hier durchaus ein positiver Impuls nach oben denkbar. Also wenn wir uns oberhalb des Pivot Points halten, 1,1796 heute, warum nicht Preise bis 1,1840? Das gibt die Daily Range noch her. Das Potenzial ist durchaus gegeben, allerdings gegen den übergeordnet bärischen Trend. Und hier haben wir, wenn wir das hier anschauen, eine Horizontalwiderstandszone. Da dürfte es dann doch schon wieder schwer werden in Richtung anziehender Notierung. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es auch schon gewesen für das heutige Devisenradar. Morgen dann wieder mehr. Wollen doch mal sehen, welche Chancen sich da bieten. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle erstmal einen schönen Handelstag, viel Erfolg und bis bald.